Dann ist Ardo mit seiner ersten Aktion durch. Willst du eine zweite Aktion machen? Kann ich nochmal draufhauen? Wenn du willst, kannst du umwandeln. Das sind plus 4. Du siehst, dass du nicht angegriffen wirst. 3. Mit Ausfall geht das dann auch? Kannst auch einen Ausfall starten. Ja, nee, ich schau einfach nochmal drauf. Nochmal. Wenn du die Regeln zu deinem Ausfall kennst, so, herzlichen Glückwunsch. Yay. Ein Patzer. Gut, dann musst du keinen Patzer würfeln. Rafim, du möchtest auch töten? Ich möchte töten. Ja. 5er Wuchtschlag. 5er Wuchtschlag. 5er Wuchtschlag. Und der nächste? Noch ein 5er Wuchtschlag? Nein, 1er Wuchtschlag, der ist ja umgewandelt. 1er Wuchtschlag, damit alles plus 5 ist. Tschüss. Schaden. 21 minus 2 sind 19. 27? Das kann nicht stimmen. Natürlich. 25. Junge, hör mal auf. Guck mal, 19. Sauber. Das ist eine Regeneration 3 oder so? Blödsinn. Ist Chorschaden, wenn das hilft. Nee, das hilft nicht. Eine Manticore. Er hat gar keine Regeneration. Nee, hat er nicht. Aber er hat Gift, sehe ich gerade. Da freue ich mich drauf. Arigo. So, Rafim ist fertig. Asgrim darf vorziehen, wenn er mag. Möchtest du töten oder möchtest du parieren? Eine Attacke, eine Parade. Ich muss gerade gucken, du stehst nicht neben Travigor. Dementsprechend kannst du nicht ordentlich parieren. Nee, geht nicht. Ja, ich kann ja für mich selbst parieren. Ja, aber du wirst nicht angegriffen, das siehst du. Kannst umwandeln. Ja, dann wandle ich um. Mhm. Zwei Attacken. Zwei Attacken, jeweils plus 4. Ups, das war das Fenster. Machst du einen Wuchtschlag? Nee, ich muss erstmal die Schwernis abbauen. Achso, du hast noch eine Schwernis. Ach, vom Sturmangriff. Genau. Ja, Das Treffer. Treffer. Wie viel Schaden kommt da rum? Wo muss ich da drauf drücken dann? Das ist der schwarze B6 daneben. Oder? Ich glaube, das habe ich falsch eingetragen. Moloch Deshnaya, hier. 13. 13 minus 2 sind 11. Und die 2 ist ebenfalls um 4 erschwert durchs Umwandeln. Und das trifft auch. Und das sind nochmal 13. Nochmal 13, also nochmal 11. Ja. Dann ist Asgrim durch. Mahira möchte nur parieren, korrekt? Genau, ich habe mich extra neben Travigor gestellt, damit ich für den mit parieren kann. Ja. Da haben wir ein Problem. Ich glaube, der ist groß, oder? Ist ein großer Gegner. Heißt, keine Waffenparade möglich. Keine Waffen, aber eine Schildparade. Regeltechnisch. Na gut. Jetzt habe ich halt gesagt, ich kann mich auch nicht mehr umentscheiden mit meinen mickrigen Sonderfertigkeiten. War auch nicht so klug. Gut, dann kommt jetzt mein Manticore mit 3 Aktionen. Ich bin zuerst dran. Hast du noch gar nicht? Nee, warte mal, du hast die 11 plus. Okay. Ja. Abhauen oder draufhauen? Und abhauen ist nicht, deswegen gibt es jetzt den Hammerschlag. Was willst du denn abhauen? Gut. Wohin vor allen Dingen? Töte ihn bitte! So, der Hammerschlag ist plus 8, 22 plus 8 ist immer noch getroffen. Ja. Ich glaube, er sprach davon, den Kopf abzuhauen. Erstmal den Schaden. Gar nicht mal so gut. Plus die 6 sind dann 9, 15 und mal 3. Ja. Aber mit oder ohne TPKK? Die TPKK wird mit verdreifacht, klar. Gut, dann sind wir bei. Aber Wuchtansagen nicht. Ja, habe ich auch nicht. Ja. 45. Ja, sportliche 45. Wir ziehen 2 Punkte ab. Tut mir leid, Rafim, das ist nicht deiner. Oh, das trifft mich hart. Kurian, du beschreibst bitte die Aktion. Ja, während Rafim ihm auf der einen Seite schon eine große Wunde zugefügt hat, versucht sich der Manticore gerade darauf zu konzentrieren, Travigor tot zu stechen. Dann hacke ich ihm aber mit dem Sklaventod einmal einen großen Schnitt in den Nacken, drückt dann nochmal mit dem Ellenbogen nach und dann hängt der Kopf so ein bisschen seitlich runter und der sackt zu Boden. Oh, das war verdammt knapp! Er hat mich fast erwischt. Fertig. Überhaupt nicht knapp. Hab dich einmal zugehievt. Denn bei euch knapp, das war ja nicht mal spannend.
habe mir auch ehrlich Gefühl, gesagt, es war meine Schuld. Mehr erwartet. Da habt ihr recht, das war eure Schuld. Ja. Gehen wir weiter. Dank dafür. Bleibt in meiner Nähe. Ja, wir laufen jetzt nicht einzeln umher. So. Gut, so könnt ihr den Flüssen und Seen weiter folgen in Richtung des Hornturms, der alles überragt. Ignoriert die Wetterphänomene und die Fleischwürmer, die irgendwo in den Felsformationen hängen, könnt ihr die Manticore und die Kroborim ignorieren, könnt immer noch das Schreien und Schmerzen der anderen Kämpfer vor euch und hinter euch, um euch herum hören. Bis ihr dann vor dem Portal, vor der Pforte steht, was euch einlädt. Das Innere besteht aus Gängen mit Stahl- und Klingenwänden, Stachelportale und domartigen Sälen. Über riesige, gewaltige Brücken könnt ihr marschieren mit großen Statuen von Helden des Chor. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob das noch Chor ist. Einige Echsenwesen, die dort stehen, riesige Marus, zumindest Mahiras, aber Moshe kann sie erkennen als Marus, als Achas, die hier ihren Chor verehren? Sicherlich nicht. Mittlerweile seid ihr euch ganz sicher, dass ihr im Inneren eines Insanktums steht, eines Unheiligtums, und auch die Hinrichtungsräume mit den aufgespießten, aufgeflockten Personen, mit den schwarz-roten Feldzeichnungen, leuchtenden Raubtieraugen, könnt ihr erkennen, gemarterte Gestalten, einige himmlische Diener von Chor, die hier auch angeflockt worden sind, die hier zum ewig strafenden Blutgericht angetreten sind. Immer mal wieder könnt ihr durch die Fenster nach draußen schauen, über Balkone oder über die Brücken, könnt ihr ins Innere der Blutkerbe starren, die ihr überwunden habt, wie dort riesige Nägel herausragen, aber aus Holz sind sie sicher nicht. Und dann steht ihr im Herz. Blutfälle ergießen sich hier in riesige Bronzeschalen unter euch. Ihr könnt eine gewaltige 5 Meter hohe Statue erkennen von einem geschuppten Echsenwesen, eine Monstrosität mit 6-sehnigen Armen und einem gewaltigen Schwanz. Bluttriefende Schwerter, vielkugelige Morgensterne und brennende 5 Schritt lange Peitschen. Das Abbild von Bel-Hal-Har selbst mit seiner Stachelkrone, die glitzert und pulsiert. Vor unfassbaren Kräften. Meine Herren, das Herz. Ja. Das Wesen, das Herz, oder schützt es das Herz? Nein, sieht einmal diese Krone, wie sie pulsiert. Nun, Herzen dies pulsieren? Ja, durchaus. So steht es zumindest geschrieben in den anatomischen Schriften aus Winsalt. Können wir das bitte schnell erledigen? Ich würde es bevorzugen, möglichst schnell wieder rauszukommen. Eine weise Entscheidung. Und denn? Zerstört man es? Ich denke, wir zerschlagen es. Ich habe das miese Gefühl, dass das nicht so einfach wird. Ihr recht behalten werdet. Mhm. Sollten gemeinsam da reingehen, oder? Ja. Selbstverständlich gehen wir gemeinsam da herein. Gemeinsam diesen weiten Weg gereist, sollten wir auch gemeinsam da reingehen. Es sei denn, ihr wollt, dass ich den Rücken decke. Parfüm. Goyan. Ja. Oh, ich bin raus. Asgrim. Fallt nieder auf die Knie. Du hast dich getötet, mach dich stark. Yes. Unsterblichkeit für euch. Streckt eure Freunde nieder. Streckt sie nieder und schließt euch mir an. Sie sind schwach. Tötet Ado. Tötet Travigor. Tötet Malira. Streckt sie nieder.
und kniet. Unsterblichkeit. Gold. Was dich nicht tötet, macht dich stark. Tribut. Lege alle Lügen und Illusionen ab, denn sie hindern den Starken nur. Blutdurst. Sei mutig. Stirb, anstatt dich zu ergeben. Gerufene Armeen. Lechze stets nach Freude im Sieg, aber nie nach Freude in Harmonie. Lerne dich selbst zu besiegen und du wirst über alle triumphieren. Belhala. Zul'dah. Irrsinkan. Kerafai. Akimash Samhalya. Rafim voran! Stirbt! So, dann würde ich auf das Vieh loslaufen. Gut, los geht's. So. Freunde, das Ding ist groß. Freunde, das Ding ist richtig, richtig mächtig. Schicksalspunkte sind alle ausgegeben, oder? Hat denn noch jemand irgendeinen Schicksalspunkt? Nein, ich hab meine auch. Wo hast du deinen noch? Ihr habt eure noch? Gut. Aber ihr habt keine HSP mehr. Haha. Das stimmt auch nicht. Ich habe noch 20. Gut. Ah, oh, habe ich noch. Ich habe Initiative. Diesmal auch, damit kann ich arbeiten. Oh, damit kann ich nicht arbeiten. Ah, damit kann ich arbeiten. Weil ich noch einen oben drauf kriege, bin ich jetzt bei der 15. Wegen Kampfruf. Damit kann ich auch nicht arbeiten. Ja, Initiative ist bei mir so ein bisschen im Arsch. 6 Aktionen pro Kampfrunde, beliebig aufteilbar. Ach du Scheiße. Und das Tolle ist, ich habe für jede der Waffen unterschiedliche Spezialeffekte. Und ich denke mal, es ist ein sehr großer Gegner. Der Ding, also das ist 1 zu 1. Guck dir deinen Token an, guck dir die Statue an. Dann ist der wohl drachengroß. Kannst du davon ausgehen, ja. Sind die Säulen um ihn herum größer als er? Die Säulen sind höher als er. Also, das ist sein Tempelraum. Also, er kann sich hier in diesem Raum normal bewegen, wenn er jetzt erwacht. Nehmen wir jetzt mal an, dass ein bluttrinkendes Schwert nicht gegen Dämonen gilt. Das ist sein bluttrinkendes Schwert. Also, nein, natürlich nicht. Du kannst damit aber Ado umbringen. Wenn du Ado umbringst, dann kriegst du auch mehr Lebenspunkte. Warte mal, ich schau einfach mal, wie es läuft. Gut, haben alle ihre Initiative ausgewürfelt. 13, wir beginnen mit Mahira. Ich möchte mich orientieren. Mhm, hab ich mir gedacht. Mahira orientiert sich, dauert eine Aktion. Trafico. Ja. 3, 2. Mit hinterherrennen, wenn die anderen dann vorrennen. Sie tun nichts, du weißt nicht, was sie tun. Sie haben dich vorgezogen. Dann brülle ich erstmal mit und zöger aber. Gut, du tust nichts. Askrim. Eine Aktion Orientierung und weiter mache ich nichts. Gut, dann orientier dich und lässt den Rest verfallen. Ado. Was macht denn der blutige Nepp? Du hast keine Ahnung, seine Initiative ist höher. Okay. 3, ich gehe ein Stückchen nach links und warte. Was heißt ein Stückchen nach links? Ja, so 8 Schritte halt. Okay, Aktion, Position, der Rest verfällt. Mahira hat eine Aktion, 2 Aktionen gebraucht. Askrim ist auf der 18, damit ist er fertig. Die inkarnierte Statue von Belhalha. Ja? Ich habe noch keinen Token auf der Inilaste. Ich kann die Token nicht kopieren, deswegen. Ja, Moment, wo bist du? 15, weil ich noch den einen draufkriege. 15, ja, dann, du bist dran. Ich orientiere mich ebenfalls eine Aktion, dann bin ich auf der 17. Mhm. Und dann laufe ich bis dort. Gut. Dann orientiere ich mich. Das dauert eine Aktion. Dann habe ich noch 5. Ich stelle mich hier hin. Und ich habe mich orientiert, bin auf der 26. Das heißt, die anderen sind dran. Ich warte einmal ab. Der blutige Neb macht seinen Pfeil bereit und möchte wieder schießen. Hat wieder seinen Kriegsbogen bereit. Und noch ist er nicht zu Belhalla paktiert. Ich weiß nicht genau, was so seine Motivation ist. Rafim, 23. Ja, ich würde mich ja auch orientieren, das bringt mir nur nicht. 3, 2. Ich gehe meine 2. Obwohl, ich kann ja. Ich auch bis da und dann mache ich mich bereit zu parieren. Gut. Dann ist Rafim fertig. Ich habe noch 5? 4 Aktionen, weil ich einmal mich bewegt habe. Ganz kurz, Frost, ich habe mich voll vertan, ich habe eine Nini von 17. Ja, interessiert mich nicht.
Können wir uns bei der nächsten Aktion angucken. Gut, dann bewege ich mich eine Aktion auf Florian zu. Dann habe ich noch drei. Und hau dreimal zu. Wir probieren einmal jede Waffe aus. Und zwar Schwert, Morgenstern und Peitsche. 22, 17 und 18. Oh Junge, das tut richtig weh. Ich glaube dir. 22, 17 und 18. Ja, tut mir leid, es werden alle drei getroffen. Oh, wow. Hast du noch Paraden übrig? Nein, ich habe gar nichts mehr übrig. Du hast gar nichts mehr übrig. So. Also, man kann nur ausweichen. Das erste. Nein, kann ich auch nicht mehr. Doch, freies Ausweichen kannst du auch. Nein, so. Kann ich nicht, weil ich eben meine freien Aktionen benutzt habe. Das ist das Schwert. Das Schwert hat ja ein Sternchen. Wir fangen erstmal mit den ganz normalen TP an. Sind nur 3W6 plus 6. Ich glaube, du bist tot. Abwarten. Der Pack kann. Wow! Sind nur 12 TP. Wo? Warte mal. In den Schwertarm. Okay, Schwertarm. Hast du schon. Ich habe jetzt gerade den Bogen von Askrim offen. So, das war der erste. Das ist einfach lächerlich, ey. 3W6 plus 6 und ich hau dir nur 12 in den Arm. So, jetzt kommt der Morgenstern. Das sind nur 2W6 plus 6. Jeder Morgensternangriff ist ein automatischer Angriff zum Niederwerfen. Die Treffer reduzieren die Rüstungsschutz des Opfers um 1. Bin ich dagegen? Hm? So, 7. 7 plus 6 sind 13. 13 in das rechte Bein. Gar nicht mal so gut. Sind wir noch bei 7. Wie hoch ist deine Körperkraft? 18. 18. Würfel trotzdem meine Körperkraft hoch. Körperbeherrschung? Körperkraft. Jo. Stehen geblieben, okay. Wie gesagt, das ist ein Angriff zum Niederwerfen. Und dein Rüstungsschutz am rechten Bein vermindert sich permanent um 1. Das war der Morgenstern. Du hast ein riesiges, gewaltiges, klaffendes Loch darin und ein blutendes, geknacktes Bein. Die Peitsche kommt an, auch nur für 2W6 plus 6. Die Peitsche kann nach Belieben der Statue ASP rauben statt LEP. Du hast aber keine ASP, ne? Nein. 2W6 plus 6. Nur 11. 11 in... Das rechte Bein, da wo der Rüstungsschutz vermindert ist. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 6 bin ich noch bei. 6 Lebenspunkte? 13. 13 Lebenspunkte? Ja, 13. Ha! Gute erste Kampfrunde. Nächste Kampfrunde. 13. Stopp ich sie vor. Corian, du kannst jederzeit paktieren. Du kannst doch jederzeit deinen Schicksalspunkt. Hast du ihn noch? Kannst du ihn noch ausgeben? Dann greife ich jetzt Rafim an. Wenn du ihn ausgibst, greife ich Rafim. Bist du Rafim? 29, aber der one-hitted mich ja auch. Okay, aber ich habe keinen Schicksalspunkt mehr. Ich könnte nur noch verbrennen. Gut, dann fange ich erstmal an mit. Ich ziehe vor und zwar nur mit 3 Angriffen. Warte mal, 2 freie Aktionen Schritt, die kann ich ja jetzt machen. Ja. Mach ich mal. Nein, das bringt viel. Okay, er macht auch 2 freie Aktionen. Und schlägt dich. Und zwar nur 3-mal, mit den anderen überlege ich mir noch, was ich tue. Wieder meine. Ich fand die Kombination ganz gut. Schwert, Peitsche, Morgenstern. 19, das ist nicht getroffen. Und ein Crit. So, das Schwert trifft nicht, das ist gut. Dann 2W6 plus 6 mit dem Morgenstern. Das ist das mit dem Rüstungsschutz. 2W6, kannst du kannst nicht parieren, du kannst nur ausweichen, weil sie ist sehr, sehr groß. Sind 8 plus 6 sind 14 TP. 14. Warte, ich probiere gerade einmal auszuweichen. Das ist noch der reine Wert. Nice. Minus die Rüstung. Doch, ist geschafft. Ja, hört sich gut an. Gut, dann war das der Morgenstern. Jetzt kommt die Peitsche. Das war ein Crit. Ja. Möchtest du den Crit neu würfeln? Mit dem Chippy verbrennen? Ja, kann ich. Nö, einfach nur, wenn du einen Chippy noch hast, würfel ich dir eins neu. Nein, ich habe keinen mehr. Okay, dann hast du keinen mehr. Dann kommen jetzt 2W6 plus. Sind 6, sind 12 TP. So. In dein Schwertarm. Kannst du mal bitte was anderes als die Arme würfeln? So, Schwertarm ist 12, dann minus 5. Will noch 8. Es wird langsam kritisch. Gut, das waren meine ersten drei Aktionen. Dann dürft ihr jetzt erstmal ganz entspannt. 13. Ja, ich. Meine Intuitionsprobe hat nicht geklappt. Ich orientiere mich also diese Kampfrunde nochmal und hoffe, dass ich es diesmal schaffe. Okay. Travigor, 14. Wir sterben gemeinsam, Freunde! Sturmangriff. Sturmangriff.
kannst du nur Sturm anweisen. Oh. Ich mach sogar noch einen meinen Wurfschlag rein. Nee, ich hab nur 17 Attacke. Do it. Ich mach das stark. Ah, nicht kannst auch Rafim umbringen. Rafim bringt dir auch einen Bonus. Dann sterben wir schneller gemeinsam. Du nicht. Du überlebst, wenn du Rafim umbringst. Ja, aber Misslung, der stirbt an mir. Misslung, das ist ein Passierschlag. Du kannst dir aussuchen, womit soll ich dich denn schlagen? Mit der Peitsche. Peitsche. Du willst gerne gepeitscht werden. Sind nur 2W6. Leider hast du keine ASP. Sind 10 TP in den Torso. 10 TP in den Torso. Mit einem schönen Passierschlag. Und deine Initiative fällt, weil dein Sturmangriff nicht geklappt hat. Ich glaube um 4 Punkte. Okay. Mahira braucht 2 Aktionen für die Orientierung. Ne? Dann bist du durch. Gut. Dann 17. Ado. Okay, jetzt wird's witzig. Ich setze erstmal einen freihändigen Spinnenlauf ein. Okay, beschreib mal bitte, was der Spinnenlauf an sich tut und dann, was der freihändige Spinnenlauf... Achso, du willst da hoch? Nee, ich das war alles klar. Hoch über seinen Kopf und dann ja. Ja, würfel den Zauber. Genau. Jetzt kommt die Spinnenhexe. Bist du Spinnenhexe? Nee, ich bin verborgene Schwesternschaft. Genau. Plus 7. Die guten Hexen. Gelungen. Die guten Hexen, na klar. THW 15. Das ist übrigens die komische Zauber-irgendwas-Seltsames-passiert-Tabelle. Achso, 7, ja. Gucken wir uns gleich an. Ich hatte das Buch eben schon wieder zugemacht. Bitte nicht die umgekehrt wirken. Bitte nicht die umgekehrt wirken. Wie lange hält der Spinnenlauf? 7 plus 2 ASP pro Spielrunde. 7 plus 2 ASP pro Spielrunde, okay, und du hast eine 7. Das ist die ASP-Kosten, so rum. Er kostet dich zusätzlich 1W3 Lebenspunkte. Ja, gut. Also 1W6 halbieren. Finde ich Blut für Bellala, finde ich gut. Nee, das war 1W4. 1W6 bitte. 1 LEP. Wow. Dann ist Ado fertig. Du hast den Spinnenlauf gezaubert. Wie lange dauert? Sekunde. Zauber da. Also zaubert. Oh, 10 Aktionen. Ja gut, ich okay, stehe jetzt erstmal ein Stückchen. Du bist die nächsten Aktionen. Wir nehmen dich erstmal aus dem Kampf raus. 17. Kurier. So, wie lange brauche ich, wenn ich mein Schwert fallen lassen will und Götterschlag ziehen will? Ich sag mal. Bist du Schnellzieher? Nee, ne? Gerade Moment. Nein, bin ich nicht. Oh, ich sag mal, auch wenn es am Rücken hängt, eine Aktion. Nee, du hast es eingewickelt, 2 Aktionen. Also die Kampfrunde. Ja, die ganze Kampfrunde. Du willst jetzt echt mit dem Belhalhar-Schwert gegen Belhalhar kämpfen? Nein, will ich nicht. Aha, okay. Asgrim, 18. Ich zaubere Acceleratus. Interessant. Auf mich. Ach so, auf dich, ja. Mal gucken, was passiert. Los, witzige Tabelle. Basisinitiative verdoppelt sich. Was ist deine Basis-Inni? Ah, Moment. Meine Basis-Inni ist 12. 12 sind 24. Rüstung. Nee, ja. Plus Kampfgespür. Ja, ich wollte gerade sagen, also du hast 12 minus deine Rüstung sind 9 plus 4, dann bist du wieder bei 13. 13 mal 2 sind 26. 26 und dann nochmal plus den vollen W6, weil du dich orientiert hattest, ist 32. Ist ja gar nicht so schnell. Wie lange dauert der Acceleratus? 2 Aktionen. 2 Aktionen. Und er hält für 7 Kampfrunden. 7 Kampfrunden, also auch gar nicht so viel. 22, der blutige Neb schießt einen Pfeil und sagt den direkt in den Kopf an. Schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Die 12, das sieht getroffen aus. Lebendige Pfeile 5, das ist guter Schaden. Versenkt sich irgendwo in die Schnauze von der Statue von Belhalha. 21 Kampfrunden. Für da dürfen Stern mal 3. Okay, gut. So, Rafim, 23. Ja. Du hast noch Aktion. Ist richtig. Geh da mit 2 Schritten hin und dann hau ich das Vieh einmal. Mhm. Ja, komm, machen wir mal einen 8er Wuchtstark, jetzt ist auch scheißegal. Betreffen. Ja, Schaden. Dein Schwert ist Chor heilig, ne? Richtig.
22, Rüstungsschutz. Was habe ich hier für einen Rüstungsschutz notiert? 8. 22 minus 8. 14 mal 2, 28. Abi, sehe ich, dass das Vieh pariert oder ignoriert das einfach? Pariert nicht, interessiert mich nicht. Gut, dann greife ich jetzt noch beide Malen danach an. Geh mal davon aus, man kann ihn nicht irgendwie in den Rücken angreifen. Also diese Attacke minus 5. Klar, wenn du willst, greif ihm auch im Rücken an, das interessiert ihn nicht. Okay. Also wenn ich die kriege, nehme ich die mit. So ist nicht. Warte mal, stimmt, ja. Aktuell hat Attacke er ja minus noch hat er sich zu Korian gedreht, aber er dreht sich gleich um, keine Sorge. Also kriege ich noch eine 5er Erleuchtung. Ja, noch schon, stimmt, hast recht. Ja, dann hau ich ihm jetzt mit einer 13er Wuchtschlag in den Rücken. Fünfer habe ich nicht reingenommen wegen 28 minus 8 sind 20 mal 2. 40. Ja, so macht man Schaden. So, 28 sind 68. Damit können wir leben. Und dann die jetzt wandle ich auch um, weil Ausweichen brauche ich eh nicht. Das bringt nichts. Warte mal. Umgewandelt ist plus 4. Warte mal. Ich hau dich mal kurz einmal mit dem Schwert. Ich drehe mich einmal um, habe noch zwei Aktionen und hau dich dann einmal mit dem Schwert. Ja. Ich gebe dir einfach nur kurz so einen Geschmacksprüblein. Vielleicht willst du ja noch parieren. 12 getroffen. 3W6 plus 6. Nur 16. Das eh nicht parieren. Du kannst aber ausweichen. 16 TP. Ja, aber nicht auf 9. Also das brauche ich nicht versuchen. Linkes Bein. Ja, ich möchte es trotzdem in meiner dritten Aktion hauen. Gut, darfst du. Dann kommt gleich der Morgenstern. Aber jetzt steht es ja nicht mehr mit dem Rücken zu mir, richtig? Richtig, genau. Hab ich gut gemacht, oder? Ja, das ist viel stark. Dann gibt es nur einen Wuchtschlag. Getroffen. 17 ja. Minus 18. 9 mal 2 sind nur 18. Gut, dann kommt jetzt der Morgenstern. Das ist getroffen. 2W6 plus 6 sind 13. 13 in dein rechtes Bein und der Rüstungsschutz vermindert sich permanent um 1. Okay, dann habe ich meine 6 Aktionen aufgebraucht. Die Statue regeneriert einen W6, weil sie Regeneration 1 hat. Nur 2. Dann notiere ich mir das gerade mal. Ich mache den mal rechten auf. 68 plus 18 sind 86 und 2 davon gehen wieder runter. Sind wir bei der 84. Minus 2.